Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 2. Wir wollen weitermachen mit dem Moderreuten. Und da würde ich dann mal gerne so in diese Richtung gehen. Und ich glaube, da sollte auch ungefähr der Visionär sein. Jetzt wollte ich das schon ein bisschen in Englisch aussprechen. War denn das? Blutfluch? Ja, sprich mit dem Visionär über Sabrina Glewisig. Auf die Frage nach der heiligen Sabrina knurrte der Händler, sie sei das Steckenpferd des Visionärs. Diesen musste Geralt wohl oder übel aufsuchen. Dann müssen wir das natürlich noch markieren. So. Ja, irgendwo da. So, ich hoffe, das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Dass wir da nicht wieder auf diesen Nebel stoßen. Das wäre natürlich doof. Weil ich glaube, da komme ich dann noch nicht weiter. Okay, es geht da irgendwo lang? Nee. Da hinten ist nichts, oder? Da hinten dürfte nichts sein. Ich gucke trotzdem mal kurz. Oh, doch. Hier geht's lang. Zu Hilfe! Erstmal rumstehen und nichts tun. Oh! Gut, und dann noch hier. Da habe ich zu spät geschalten jetzt. Mist. Oh! Hey, hier liegen Leichen! Yeah! Ich weiß es nicht. Warte mal. Shit, ey. Voll abgekriegt. Und ich, oh. Und er ist gestorben dadurch. Boah, es tut mir echt leid. Das war jetzt echt nicht so gut. Naja. Erstmal die Leiche verbrennen. Und was ist das? Kerzenabrechnung. Gleich mal lesen, was das hier ist. Na? Ausstehender Betrag für Kerzen. Was den ausstehenden Betrag für die Kerzen betrifft, so offenbaren wir demütig, dass unsere Barschaft zu knapp bemessen ist. Wir werden den Restbetrag so schnell wie möglich nachreichen. Oh Mann, diese Kerzen müssen echt teuer gewesen sein. Sind das die Kerzen, die da bei Sabrinas Grab aufgestellt wurden? Ey, Soldat, wer auch immer du warst, es tut mir echt leid, dass ich hier nicht ganz so schnell reagiert habe und du deswegen gestorben bist. warte mal, ich erwarte hier eigentlich wieder drei Leichen. Hä? So habe ich mir das nicht gedacht. Wir gehen einfach mal da runter. Wieso ist denn hier mein Pfeil jetzt weg? Ist er jetzt getötet? Nee, unser Held fand ein Schriftstück, aus dem hervorging, dass die Männer dem Visionär Geld für Kerzen hatten bringen wollen. Tatsächlich fand der Hexer auch einen Säckel, dessen Rundungen das Auge erfreuten. Hier blieb nichts mehr zu tun. Geralt zog weiter zum Visionär. Und jetzt habe ich da keine Markierung mehr. Verdammt. Dann schauen wir mal, was hier unten ist. Ach so, da drüben. Okay. Da gehen wir nicht runter.
Hier war ich doch schon. Ist es nicht... Wie geil. Jetzt sind wir hier wieder beim Lager, oder? Na klar. Das ist doch das Lager. Nö, danke. Da gehe ich doch lieber wieder zurück. Ach nee. Ach verdammt. So ein Mist, ey. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Hallo? Geralt? Na gut, bei der Gelegenheit. Gegen wen habe ich jetzt noch nicht gewürfelt? Ich habe keine Spielen Ahnung. Spielen wir? So. Wir haben noch alle Würfel. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. 3, 4, 5. Oh Mann. Obwohl, warte mal. 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab eine Straße, oder? Ich will nicht nochmal würfeln. Ich hab doch... Das ist doch eine Straße. Oder bin ich jetzt blöd? Ja! Bekomme ich eine Revanche? Nö. Wie weit sind wir da hier? Warte, Poker. Nach den 2 Siegen war der Hexer für die Teilnahme an der elitären Pokerliga qualifiziert. Sein erster Gegner war Civic. Gut, dass das wenigstens da steht. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das auch, müssen wir den hier mal eben markieren. Geht das? Nee. Olin! Ich habe schon gestrichen voll von diesem. Der war da hinten. Vom Blutkometen. Oh drin. Du bist es nicht. Put, put, put. War der nicht hier? Aber schön. Du bist das doch. Ich kenne dich. Aus Wysima. Ich war bei der Salamandra und bin nur knapp deinem Zorn entgangen. Seitdem bin ich klüger. Ich hätte hier eine Kleinigkeit aus jenen Tagen. Ein Souvenir. Ich hoffe, du bist nicht nachtragend. Ach komm, nehme. Bin ich nicht. Und das Souvenir nehme ich gern. Nimm es und werde glücklich. Die brennen aber schön. Was habe ich denn da bekommen? Bist du nicht? Was willst du? Nee, du bist es auch nicht. Was machen Nilfgaards Truppen hier? Weiß nicht. Einigen schmeckt ihre Anwesenheit nicht. Aber ich bin froh darüber. Wieso denn das? Besser, sie kämpfen mit uns als mit Edirn. Diese Nägel schützen einen in der Schlacht, heißt es. Die das war alles? Ich hatte doch mehr noch zur Auswahl. Wo bist du? Warst du nicht irgendwo hier? Oder er war da oben, ne? Hat Lotte mal die ganze Visage zerschlagen. Oh, drin. Put, 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 put. Ja, okay, der war da oben. Egal, ich gehe wieder hier raus. Hä, was ist das? Ach, das ist Zivik. Was willst du, Hexer? Ich würde gerne eine Runde würfeln. Was ist? Spielen wir? Ja, okay, beim Würfeln schreien die jetzt hoffentlich nicht die ganze Zeit. Wie es aussieht, nicht. So. Das Wichtigste ist immer wieder alle Würfel behalten. Ja. So viel dazu. Da haben wir zumindest 2 Sechser. Das ist ja schon mal ganz nice. Ja, und der? Der hat 2 Vierer. Ist doof.
Bleib mal dabei. Ja, meinetwegen. Bitte behalt die Würfel. Oh yes, guck mal. Geil. So langsam wird es. Da hast du deinen Gewinn. Hast ihn dir verdient. Wer spielt hier noch? Madame Carol sagt sicher nicht nein. Ich bin mir sicher, dass die zu so einigen nicht nein sagt, die Madame Carol. Erstmal wieder raus hier. Madame Carolchen. Machen wir jetzt nur, weil wir jetzt noch hier in der Nähe sind. Aber ansonsten würde ich wieder da links rüber gehen. Und dann noch ein bisschen weiter erforschen. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nid... Sieh an, der Hexer. Mädels, macht euch bereit. Was möchtest du, mein schöner Herr? Später machen wir das, ne? Mit deinen Mädchen Spaß haben. Aber erstmal ganz langweilig würfeln. Ich habe Lust auf ein Würfelspiel. Spielen wir? Ja, hier. Aber auch nur einmal, damit es nicht zu langweilig wird. So. Das war ein Meisterwürfler. So, 1, 2, 2, 5, 6. Bin jetzt nicht so begeistert. Ach du Scheiß. Da haben wir ja so gut wie verloren. Wir haben immer genug Geld, um das trotzdem zu akzeptieren, auch wenn es schlecht aussieht. Ja, das war nix. Okay. Später. Mach dir nichts draus. Pech beim Würfeln, Glück in der Liebe. Juhu. Okay, aber Triss ist nicht da. Ja, gibt's. Einfach so. Was ist daran? Jetzt würde ich mal wieder das hier verfolgen. In der Hoffnung, dass der da irgendwo rumlungert. Warte, das war hier drüben, ne? Hier drüben. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass da nur eine Leiche rumlag. Bis jetzt waren da immer drei auf einen Haufen. Und ich will mich da drauf verlassen können. Es kann nicht angehen, dass da plötzlich... Das zerstört einfach die ganze Logik des Spiels. Hä? Das habe ich nicht gesehen? Ist dein Ernst? Oh Mann. Okay, da oben bin ich lang gegangen. Es war ganz schlecht. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Dass ich das nicht gesehen habe. Ey, es tut mir leid. Warte mal, jetzt haben wir das erstmal. Das ist schön. Geralt verbrannte alle nicht beerdigten Leichen im Umkreis des Lagers und entzog den Moderhäuten damit die Nahrungsgrundlage. Zufrieden ging er zu Proximo, um seinen Lohn abzuholen. Machen wir gleich. Wir gucken trotzdem, ob wir den hier noch finden, wenn wir schon mal hier sind. Was war das? Ach so. So. Ich hoffe, wir haben noch genug Platz. Es speichert. Wie? Da war wieder so ein Stampfen wie von dem Troll. Aber da ist auch ein Pfeil jetzt. Hä? Vorhin war doch der Pfeil nicht da, oder habe ich den übersehen? Ich höre das Stampfen die ganze Zeit und das macht mich sehr unsicher. Hier sind Büsche, da kann man auf keinen Fall lang. Ich sehe den Pfeil, aber ich muss mir hier alles angucken. Hierher, schnell, hinter die Kerzen! What the fuck? Aber wir haben die ja schon mal. Mutter nicht geboren?
Hierher, schnell, hinter die Kerzen! Okay, warte, ich komme. Ich komme hinter die Kerzen. Ach, cool. Dafür sind die gut. Ja, gut. Hier haben wir nichts zu befürchten. Ich habe auf sie gewartet. Sie wollten kommen und spenden. Ich hörte Schreie. Vermutlich sind sie überfallen worden. Da sie nicht hier sind, sind sie wohl tot. Ja, und ist es ganz bestimmt nicht meine Schuld. Es hat leider keiner überlebt. Du als Hexer tötest doch hauptberuflich Monster. Wieso hast du ihnen nicht geholfen? Weil es arme Soldaten waren? Du bist doch nicht zufällig hier. Was willst du? Ich möchte einiges wissen, aber kaum einer erzählt mir was. Die Geschichte von Sabrina Glewisik interessiert mich besonders. Ohne Geld sage ich gar nichts. Ich helfe nur meinen Gläubigen umsonst. Wenn du einer davon wärst, ja, dann... Also ich habe total versucht, denen zu helfen. Ich war auch gar nicht langsam. Ich konvertiere zu deinem Glauben. Boah. Reden wir von was anderem? Hier, ich leiste eine Spende. 551 ist alles, was wir haben. Okay. Ach komm. Hier? Reicht das? Ist das ein Scherz? Was erwartest du für dieses Geld? What? Wieso ist es jetzt weniger? Hat er mir das trotzdem abgezogen, oder was? Ja, 101 Dalmatiner. Ist das ein Scherz? Was erwartest du für dieses Geld? Aber du ziehst mir das nicht wirklich trotzdem ab, oder? Aber wir haben hier eh ganz viel, so. Hey, das... Sei mal nicht so gierig. Das kann ja wohl nicht sein. Da. Ist das ein Scherz? Was erwartest du für dieses Geld? Alter. Ich hätte noch andere Fragen. Ohne Geld sage ich gar nichts. Ich helfe nur meinen Gläubigen umsonst. Wenn du einer davon wärst, ja, dann... Ich will nicht zu dem Glauben konvertieren. Glaube sagt. Hier kriegst du deine 350, jetzt reicht's, aber... Sehr schön. Das soll reichen. Also, wie kann ich helfen? Du bist sicher gut über die Umstände von Sabrina Glewisiks Tod informiert. Sabrina Glewisik hat das Reich der Lebenden verlassen, um über uns alle zu wachen. Ach, das ist aber lieb von ihr. Hast du von dem Fluch gehört, mit dem Sabrina den König belegt hat? Selbstverständlich. Eine wohlverdiente Strafe, ausgesprochen vom edelsten aller Münder. Der König hat der Zauberin ein schreckliches Schicksal bereitet. Sie erniedrigt und verbrannt, an ein Rad genagelt und auf den Scheiterhaufen geworfen. Sie litt Schmerzen, die sich normale Menschen gar nicht vorstellen können. Doch als die Flammen ihr bis zur Taille reichten, schrie sie nicht. Sie sagte vielmehr die Worte, die vom baldigen Ende König Hänsels kündeten. Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutschweif seinen tödlichen Weg. Narren lassen sich von Fischschuppen blenden, die in Quadrate gleißenden Goldes gebannt sind. Das Einhorn bricht uraltes Recht und beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe. Sie hat so furchtbar gelitten. Ein barmherziger Soldat setzte ihren Qualen ein Ende und durchbohrte ihr mit einem Spieß das Herz. Ja, mehrmals, wenn wir den einem glauben können. Aber, warte mal, was ich mich frage. Ja, die Sabrina musste da furchtbare Schmerzen erleiden und wurde gefoltert ohne Ende. Das ist echt nicht schön. Aber sie hat doch übelst viele Soldaten ermordet. Also, wie ist das zu rechtfertigen? Was unterscheidet Sabrina von anderen Zauberern, die auf dem Scheiterhaufen endeten? Die anderen waren zu Lebzeiten stark. Sabrinas Macht erblühte erst, als der Tod nach ihr griff. Mhm. Sie ließ dem Soldaten, der ihre Leiden verkürzte, ihren Schutz angedeihen. Nie musste er sich fürchten, wenn er allein durch die Dunkelheit ging. Hast du die Gegend gesehen? Bestien und Monster überall. Jahon aber,
Der barmherzige Soldat schritt im Schutze von Sabrinas Zauberkraft und kein Geschöpf der Dunkelheit konnte sich ihm mehr nähern. Konnte? Ist er tot? Ich hätte noch andere Fragen. Ich würde das vielleicht zuletzt fragen. Wer bist du? Wer wir sind, entscheiden unsere Nachfahren, wenn sie betrachten, was wir zurücklassen. Wow. Lebt Yahon noch in dieser Gegend? Yahon ist tot. Er hatte es nicht verdient, sich im Ruhm der Herren zu sonnen. Sabrinas Gnade hat also ihre Grenzen. Du weißt nicht, wovon du redest, Hexer. Hä? Okay, erst hat er sich den Schutz verdient und dann hat er es doch nicht verdient? Eine Geisterschlacht hat dieses Tal heimgesucht. Was weißt du darüber? Es ist ein Ort des Grauens. Man kann noch immer den klirrenden Stahl und die Schreie der Sterbenden hören. Wenn du ihren Schmerz lindern willst, sollst du wissen, dass Sabrina dir wohlgesonnen ist. Ohne die Artefakte schaffe ich das nicht. Ich brauche aktive magische Überbrücker, zurückgelassen von denen, die in der Schlacht fehlen. Sie stehen für Glaube, Mut, Hass und Tod. Glaube? An was diese Soldaten auch immer geglaubt haben. Sie wurden betrogen. Mut, Hass, Tod. Davon gab es mehr als genug. Vor allem vom Tod. Doch ich erinnere mich an einen Ritter, der die Gefahr ignorierte und eine Handvoll Soldaten gegen die überwältigende Übermacht führte. Es war Seldkirk von Guleta, Demavents bester Mann. Als Vandergriffs Kohorte ihn vom Rest der Armee abgeschnitten hatte, stürzte er sich furchtlos auf den Besucher. Wenn du ein Symbol für Mut brauchst, dann finde seine Rüstung. Wozu brauchst du so viele Kerzen? Warum machst du kein Lagerfeuer? Das ist Sabrinas Flamme. Ihr Licht schützt uns und lenkt all unsere Schritte. Hast du einen Transport mit Wachs überfallen? Die Kerzen stelle ich selbst her. Ich gebe sie jedem, der in der Flamme des Mutes Schutz sucht. Und du? Wer warst du damals? Was spielt das für eine Rolle? Überlassen wir die Jugendsünden der Vergessenheit. Sieh die Kerzenflamme. Fühl sie, dann hörst du, was sie dir zu sagen hat. Ich kann sie nicht hören. Dann bist du noch nicht bereit. Aber die Zeit wird kommen, da du hören und verstehen wirst. Vertrau mir. Sage mir nochmal, was du über Sabrina weißt. Was genau möchtest du wissen? Das. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Spieß wiederzufinden? Es war schon so lange her, aber wenn ich mich recht entsinne, hat ein anderer Soldat den Spieß an sich genommen. Es ist der Lump, der bis auf den heutigen Tag mit Andenken an unsere gnädige Herren handelt. Ich weiß, wen du meinst. Okay. Dann Anil. Leb wohl. Wow, warum ist er jetzt so weggerannt von dem